Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich habe mich jetzt erst zu Wort gemeldet, weil ich auf die Argumente der Kolleginnen und Kollegen eingehen möchte und ergänzende Bemerkungen machen möchte, denn sicherlich stimmen wir in vielen Aussagen, die hier gemacht worden sind, überein. Und das möchte ich auch als jemand, der nun 50 Jahre tätig ist auf diesem Gebiet und sich immer engagiert hat für die Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Frankreich und für die Zusammenarbeit der Saarregion mit anderen europäischen Ländern feststellen. Es ist gut, dass alle Fraktionen in diesem Haus sich einig sind, dass wir diesen Weg Europa zu fördern, das gemeinsame europäische Haus zu bauen, weitergehen sollen. Ich möchte ergänzend zu dem, was gesagt worden ist, einen Akzent setzen, einmal auf den Bereich der Kultur. Es wird ja oft geredet über die Bedeutung des Handels, und der hat eine große Bedeutung. Aber nach meinen Erfahrungen ist auch die Kultur der Schlüsselbereich. Und insofern hatten Sie gut daran getan, Herr Kollege Roth, dass Sie noch einmal Jacques Lang zitiert haben, dem das ja dann letztendlich zugeschrieben wird, was angeblich Monet gesagt hat. Wenn ich es noch einmal zu machen hätte, würde ich mit der Kultur anfangen. Diese Feststellung ist von Dauer. Ohne kulturelle Zusammenarbeit ist keine Verständigung möglich. Das ist meine Erfahrung, und deshalb rate ich dazu, auch in Zukunft zuallererst das gegenseitige Verstehen auf dem Weg der Kultur zu versuchen. Es ist gut, dass unter anderem hier die deutsch-polnische Aussöhnung angesprochen worden ist. Ich will damit einmal anfangen. Und ich freue mich, dass hier im Saarland seit langen Jahren eine Gesellschaft daran arbeitet, mit Erfolg daran arbeitet, diese Zusammenarbeit, diese Freundschaft zu pflegen, die deutsch-polnische Gesellschaft Saar. Und ich will hier an dieser Stelle Hans Bollinger einmal erwähnen, der vielen von Ihnen bekannt ist, der 40 Jahre daran arbeitet, die deutsch-polnische Versöhnung mit voranzutreiben. Er hat hier sich große Verdienste erworben und auch mir die Möglichkeit gegeben, etwa den Schriftsteller Szymborski hier an der Saar zu treffen, dessen berühmtes Buch Die schöne Frau Seidemann dem einen oder anderen bekannt sein möge. Aber hier hat sich dann mir mehr über Polen erschlossen bei einem Abendessen als etwa bei einem Besuch, den ich machen konnte vor Jahrzehnten in Warschau, als ich Kanzlerkandidat der Sozialdemokratischen Partei war. Damals war die entscheidende Frage, ob der verhängte Ausnahmezustand des Generals Jaruzelski ein patriotischer Akt war, wie François Mitterrand es meinte, oder eben ein Akt selbstständiger Entscheidung, um eben jede demokratische Erneuerung in Polen zu unterdrücken. Ich glaube, dass durchaus, und das ist ja hochaktuell, Mitterrand mit seiner Einschätzung recht hatte, um das einmal zu sagen, dass es doch auch von diesem General eher ein patriotischer Akt war. Aber er wurde natürlich anders bewertet im Laufe der letzten Jahrzehnte. Entscheidend ist aber, auf dem Wege der Kultur ist hier versucht worden, die deutsch-polnische Aussöhnung voranzutreiben, und das möchte ich hier dankbar festhalten. Ein weiterer Punkt für mich, der in dieser Form so nicht angesprochen worden ist, und deshalb habe ich mich auch wesentlich zu Wort gemeldet, ist, dass für mich Russland ins europäische Haus gehört. Ich will das gerade in der heutigen Zeit sagen, und ich berufe mich wieder auf die Kultur. In meinen Jugendjahren habe ich sehr früh versucht, mir die russische Kultur zu erschließen, und dabei waren Dostojewski und Tolstoi meine Helden. Und ich kann mir die europäische Literatur, ich könnte jetzt vieles dazu sagen, ohne diese beiden eigentlich gar nicht vorstellen. Sie sind für mich, wenn ich viele Werke auch in anderen Ländern sehe, wesentlicher Bestandteil der europäischen Kultur. Musik und anderes könnte ich erwähnen, aber die Zeit verbietet das. Also, ich glaube, wir sollten daran festhalten, dass Russland zum europäischen Haus gehört. Und wenn es um die Vermeidung von Krieg und Frieden in Europa geht, dann sollten wir eben die alte Idee aufgreifen, die schon Willy Brandt unter anderem auch immer wieder vorgetragen hat, dass wir eine gemeinsame Sicherheitsarchitektur in Europa bauen unter Einschluss Russlands. Und ich kann denen nur beipflichten, die hier gesagt haben, Frieden gibt es in Europa nicht gegen, sondern nur mit Russland. Was hindert uns daran, einen gemeinsamen Weg zu suchen? Ich selber hatte das Glück, mehrfach Michail Gorbatschow zu begegnen, und ich hatte ihn auch hier einmal im Saarland, im Saarbrücker Schloss empfangen. Und ich stelle mir in diesen Tagen immer wieder die Frage, wie es ihm eigentlich gehen muss, was er eigentlich denken muss darüber, dass er es war, der die Truppen aus der ehemaligen DDR abgezogen hat, aber auch aus Osteuropa, der diesen Weg der Öffnung Russlands durchgesetzt hat und jetzt sieht, vor welchem Ergebnis er steht. Ich halte ihn für einen großen Mann in der Geschichte der Weltpolitik.
und sehe aber auch sein tragisches Scheitern. Nicht zuletzt also in den jüngeren Ereignissen, ich will das nur ganz kurz andeuten, auch im Hinblick auf das, was Gorbatschow nur für Deutschland getan hat, glaube ich, dass wir eine tiefe Verpflichtung empfinden müssen, einen gemeinsamen Weg mit Russland zu suchen, eine Zusammenarbeit mit Russland zu suchen. Ich wollte, meine Damen und Herren, die wirtschaftlichen Dinge nicht so sehr ansprechen, aber ich erinnere daran, dass das Saarland intensive wirtschaftliche Beziehungen mit Russland hat, immer noch hat, die saarländische Industrie. Aber auch hat es mich gefreut, als ich erfahren habe, dass etwa das saarländische Unternehmen Globus eine ganze Reihe von Märkten in Russland aufgemacht hat. Und ich glaube, diese Märkte, so platt es vielleicht klingen mag, dienen dem Frieden, weil sie Begegnungen ermöglichen, Zusammenarbeit ermöglichen, von der ausgehend man doch einen gemeinsamen Weg finden kann und ein gemeinsames Leben finden kann. Und weil auch einige der Redner China angesprochen haben, das Rivalisieren der Weltmächte USA, China, Russland miteinander, glaube ich, sagen zu müssen, dass es nicht klug ist, wenn die europäische Politik, ich sage die europäische Politik, Russland zu sehr an die Seite Chinas treibt. Ich halte das nicht für klug. Ich halte es für sinnvoll, die nach wie vor ausgestreckte Hand, das ist ja eine Tradition, Michail Gorbatschows zu ergreifen, eine Tradition, die selbst Jelzin fortgeführt hat. Auch Putin hatte sie fortgeführt. Ich erinnere an die berühmte Rede im Deutschen Bundestag in deutscher Sprache, die jeder abrufen kann. Sie suchen das gemeinsame europäische Haus. Wir sollten diese ausgestreckte Hand aufgreifen und sollten Russland nicht weiter abdrängen in Richtung China. Im Übrigen, alle die Beteiligten sind imperiale Mächte und handeln nach den Gesetzen imperialer Mächte. Man darf sich hier nicht irren und nicht glauben, dass die Handlungsweise des einen von dem anderen sehr verschieden sei. Ich könnte das jetzt lange ausführen. Nun komme ich zu Frankreich. Auch hier eben nur eine Bemerkung. Einer der wichtigen Ereignisse in meinem politischen Leben war die Entscheidung, eben eine direkte Zugverbindung, Schnellzugverbindung zwischen Saarbrücken und Paris zu haben. Und ich möchte hier nur einmal dankbar daran erinnern, dass Helmut Kohl und François Mitterrand hier eine entscheidende Rolle gespielt haben. Auf dem Gipfel in La Rochelle war ich also zufrieden, als mir gesagt worden ist von Helmut Kohl, das läuft, oder er war ja immer so kurz angebunden in seinen Äußerungen und Mitterrand sagte, on va prendre sa décision, dann war mir klar, das Ding war durch und ich konnte mit Jacques Lang, der hier schon mal erwähnt worden ist, in La Rochelle eben einen Trinken gehen, wäre ich erwischt worden, hätte vielleicht das Boulevard gesagt, anstatt auf dem Gipfel präsent zu sein, saß er da und trank Weißwein. Aber für mich war entscheidend, dass eben die wichtigste Entscheidung für das Saarland in trockenen Tüchern war. Und nun zur Kultur. Mich hat sehr geprägt ein Mann, den ich auch hier wieder in Erinnerung rufen für das deutsch-französische Verständnis, Pierre Segui, der im saarländischen Rundfunk die Sendung machte, Chanson de Paris. Er war in der Resistance, dieser Mann, er hatte eigentlich einen deutschen Namen, will nicht zu lange dabei bleiben, aber er hat also meine Jugendzeit damals geprägt und viele Saarländerinnen und Saarländer auch, die über das französische Chanson, glaube ich, einen entscheidenden Zugang zur französischen Kultur gefunden hat. Und um Ihnen noch eine Kleinigkeit, die Zeit erlaubt es noch zu erinnern, wie das damals war, kann man einer kleinen Begegnung auch deutlich machen, die mir erzählt worden ist, ich war nicht Zeitzeuge, dass Johannes Kirchweng, der auch wie kein anderer, der Wattgasser Schriftsteller, das Lotharingien zu seinem Thema gemacht hat, wie er eben als Pierre Segui hier in Saarbrücken, in St. Arno in der Kirche, seine Hochzeit gefeiert hat, vor der Tür stand. Und er hatte eben eine kleine Kiste unterm Arm und eine Flasche. In der Kiste befanden sich Austern, in der Flasche war Chablis. So war damals eben die französische Kultur ins Saarland gekommen. Stellen Sie sich diese Szene vor. Sie sagt einiges darüber aus, wie es damals war. Nun, wenn ich über die Kultur spreche, dann will ich auch die Städtepartnerschaften erinnern. Ich war ja auch in der glücklichen Lage, daran teilnehmen zu können. Die Städtepartnerschaften sollten wirklich stark immer wieder gepflegt werden. Manchmal habe ich den Eindruck, man lässt nach. Mein Appell ist eben, diese Städtepartnerschaften weiter intensiv zu pflegen. Ich kann das
am Beispiel der Stadt Nantes sagen und der Stadt Nantes mit Saarbrücken, es gibt auch dann immer wieder Möglichkeiten, die sich sonst nicht erschließen würden. Einer der Bürgermeister der Stadt Nantes war der spätere Ministerpräsident Frankreichs Jean-Marc Ayrault, ein Deutschlehrer, der fließend Deutsch spricht, und das ist dann ein großer Vorteil, auch für Saarpolitiker, wenn sie die Möglichkeit haben, kurz anzurufen, um mit jemandem zu sprechen, der in Frankreich eine solch herausgehobene Stellung hat. Ich erinnere daran, dass wir mit der Woche des jungen französischen Theaters hier in Saarbrücken versucht haben, damals eben den Weg der Kultur als den Weg zu zeigen, auf dem wir zueinander finden können. Bei den ersten Theatervorstellungen war es mir schwer, überhaupt mitzukommen, denn die normale französische Gebrauchssprache ist ganz anders als die Theatersprache. Wer von Ihnen einmal zugehört hat bei einer solchen Vorstellung, weiß, welche Schwierigkeiten sich dem dann auftun, der eben die Sprache der französischen Literatur in diesem Sinne nicht fließend beherrscht. Auf jeden Fall war dies ein Ereignis, das alle Fraktionen des Stadtrates mitgetragen haben und das eben als Geste an Frankreich verstanden worden ist, wie auch die Schriftzeichen hier an der Autobahn. Das war eine der letzten Entscheidungen, die ich selbst treffen konnte. Ich finde das nach wie vor eine wichtige Geste an unsere französischen Nachbarn und wir sollten diesen Weg weitergehen. Manchmal hatte ich die Idee, dass man vielleicht den Pingouin-Saint-Bau retten könnte, indem man sagen würde, das ist ein deutsch-französisches Haus. Natürlich wäre das nur möglich, wenn das eben von Paris und von Berlin mitfinanziert worden wäre. Das war eine Idee. Vielleicht kann man solche Ideen weiterverfolgen. Ich weiß es nicht. Ich erwähne es nur, dass man immer wieder überlegen muss, was kann man denn tun. Und ganz entscheidend für mich ist ein Punkt, den ich von meinem Freund Peter Scholl-Latour, der mich immer wieder besucht hat hier an der Saar, wenn er hier an der Saar war. Ich habe ihn kürzlich mal als Saarländer bezeichnet. Natürlich ist das in Anführung zu sehen, reflektiert seine Geschichte. Aber er hat auch hier in der Zeit, in der eben Deutschland und Frankreich eine wichtige Rolle miteinander suchten, eine herausragende Rolle gespielt. Er ist, und ich halte dies für richtig, und der Kollege Dörr, ich spreche das bewusst an, hat es hier ja in Erinnerung gerufen. Er ist derjenige, der immer wieder dafür geworben hat, einen deutsch-französischen Bund zu schaffen, ein enges Zusammenrücken dieser beiden Staaten, weil er der Überzeugung ist, dass nur dann Europa, Entschuldigung, seinen Weg finden wird. Dass nur dann Europa seinen Weg finden wird. Und ich glaube, das ist richtig. Das ist eine strategische Überlegung, die muss man so nicht nachvollziehen. Aber ich glaube, wenn Deutschland und Frankreich einen gemeinsamen politischen Weg gehen können, soweit dies möglich ist, unter Respektierung der gegenseitigen Kultur, selbstverständlich. Die Sprache ist also wesentlicher Bestandteil der Kultur. Sie sollte niemals eingeebnet werden oder vernachlässigt werden. Aber unter Respektierung der gegenseitigen kulturellen Tradition, die wir ja auch gegenseitig so sehr schätzen, dann glaube ich, wäre das eine neue Möglichkeit, Europa voranzubringen. Europa sollte seinen eigenen Weg gehen, sollte sich nicht in die Rivalitäten, Auseinandersetzungen der miteinander rivalisierenden Weltmächte hineinziehen lassen, im eigenen Interesse. Es sollte vermitteln zwischen den Rivalitäten der Weltmächte. Und ich sage hier, der deutsch-französische Bund wäre für mich ein Weg, den ich für sehr erfolgversprechend halten würde, das zu erreichen, was wir alle wollen, ein geeintes Europa, das zum Frieden in der Welt beiträgt.